Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf den Steindrachenschrein zu. Um zu diesen absolvieren, kann es sein, dass wenn ihr hier seid, eine Meldung kommt, dass euch noch ein Gegenstand fehlt. Dieser Gegenstand erhaltet ihr hier, sobald ihr den Eisenhaken abgeschlossen habt. Und zwar gibt es hier den Wurfhaken von Taka. Mit dem Wurfhaken dann geht es dann auch schon im Uncharted-Style dann weiter. Und das Ganze ist ein bisschen hier verwirrend. Und zwar mache ich das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe mich schon mehrmals verlaufen. Weiß auch nicht warum. Aber es gibt so Tage. So, Jin, komm runter. So, hier hat es normalerweise noch etwas zum Mitnehmen. Gehen wir hier rauf. Okay, so wir wollen dort irgendwie rüber. So, wir sind von hier gekommen. Aufspringen und R2. Okay, man könnte hier durchkriechen. Sehen, was es hier gibt. Okay, das ist eine. Okay, hier wäre was für den Wurfhaken. Wir gehen aber nun schauen noch, was es hier unten gibt. Okay. Eine Blume. Und eine schöne Aussicht. Okay, genug. Zurück. Okay, dann haben wir noch hier was, ein bisschen Leder. Und nun ist es an der Zeit, den Schrein zu ehren.
Da haben wir noch einen Talisman bekommen. Schauen wir uns noch kurz um. Und somit verlassen wir nun nachher schon den Schrein. Okay, so insgesamt habe ich circa 5 Versuche für das gebraucht. Nichtsdestotrotz, es war trotzdem witzig. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen.